Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge SpongeBob. Schön, dass ihr wieder am Start seid. In der letzten Folge haben wir das Minigame ziemlich dolle verkackt. Anders kann man es leider nicht formulieren. Und wir sind hier in das schöne Polizeirevier reingekommen. Und ich würde sagen, wir gucken uns hier mal um. Das da vorne sieht nach dem typisch gelangweilten Bediensteten eines Amtes aus, so wie man das hier kennt. Also im Bikini-Bottom nichts anderes als in Deutschland. Getränkeautomaten gibt es bei uns nicht unbedingt in Ämtern oder Polizeibehörden, zumindest nicht da, wo ich herkomme. Und so bequeme Sitzplätze auch nicht, das sind immer so ganz harte Stühle, damit man ja gar nicht erst dahin geht. Hat man zumindest immer das Gefühl. Das ist der Roboterbetrachter. Stell dich auf die Metallplatte vor dem Betrachter, um ihn zu aktivieren. Du kannst den Betrachter nutzen, um Informationen über gefangene Roboter nachzulesen. Na, dann lesen wir doch mal nach. Oh, eine ganze Menge. Der ist gesucht. Details. Raffinierter elektronischer Berührungsangriff. Nicht groß genug für die meisten Achterbahnen, aber wilder als ein Rudel bösartiger Muscheln. Ja, den kennen wir schon. Oh, wir haben anscheinend auch noch welche. Ah, wir sehen schon den Umriss. Der sieht auf jeden Fall sehr witzig aus. Aber kennen wir den nicht schon? Vom Strand? Von der Lagune? Da bilde ich mir das ein. Bin mir nicht ganz sicher. Den kennen wir auf jeden Fall noch nicht. Und was der genaues macht, kann ich mir noch nicht erklären. Oh, Plankton steht auch drauf. Plankton ist der vorbildlichste Bürger, den ich kenne. Er hilft gerne anderen, singt gerne, hackt gerne Computer. Vergiss den letzten Punkt wieder. Plankton ist der Beste. Ah, er hackt gerne Computer. Er hat sich reingehackt. Ist natürlich eine schöne Sache. Frag mich, wie lange der fürs Hacken braucht, ob der dann immer für jeden Buchstaben auf der Tastatur so drauf rumspringen muss. Dann könnte das ein Weilchen dauern, bis er sich irgendwo reingehackt hat. Naja. Okay, dann lasst uns mal... Hey, was geht mit... Ich kann nicht weiter nach rechts gucken. Warum? Komische Kameraführung hier in der Polizeistation. Wir gehen mal zu ihm. Hallo? Oh, ich habe einen Polizisten geschlagen. Ja. Anscheinend können wir hier nicht viel machen. Kommen wir hier rein? Auch nicht. Ist bloß ein kleiner Aufenthaltsort. Können wir mal reinschauen und uns andere Roboter durchlesen, die Vorstrafen. Ich möchte jetzt aber nicht alle durchgehen, ganz ehrlich, das wird zu langweilig. Wir können ja immer mal Stück für Stück reingehen und uns zwei, drei Vorstrafenregister gründlichste durchlesen. So, Mr. Krabs, mit dem hatten wir ja schon gesprochen, genau. Du willst also glänzende Objekte gegen einen goldenen Pfannenwender tauschen? Oh nein, hatten wir noch nicht, ja natürlich. Das ist hochqualitative Handwerkskunst. Ah, das hätten wir ja schon längst mal machen können. Der hat ja ganz am Anfang zu uns gesagt, sammle glänzende Objekte. Aber ich dachte, das passiert dann einfach so automatisch von der Story her. Können wir jetzt nochmal hingehen? Du willst also glänzende Objekte gegen es wird jedes Mal doppelt so teuer. Also gut. Wir gucken mal ganz kurz. Wir haben 12.345. Okay, dann macht das natürlich jetzt auch Sinn. Was macht denn Patrick da hinten? Hat seine Hose hochgezogen. Sollte sich vielleicht mal einen Gürtel kaufen, obwohl das ist ja eine Badehose. Mit Gürtel sieht das irgendwie auch nicht so cool aus. Ja, wir hätten mal öfter mal zu ihm gehen können, aber wir sehen ja, es wird doppelt so teuer. Und wenn das nächste dann 12.000 oder vielleicht 9.000 kostet, dann können wir uns das ja schon wieder gar nicht mehr leisten. Aber hey, es macht Sinn, die glänzenden Objekte einzusammeln. Ich habe die ganze Zeit als überflüssig empfunden. Deswegen einkaufen wir uns natürlich noch. 30 war da hinten. Und hier hatten wir ja letzte Folge schon mal geguckt, sind 40. Ich denke mal zwar fast, dass wir es nicht brauchen werden, zumindest aktuell nicht, weil wir mit dem Level dort hinten definitiv noch zwei Funwender finden, um hier reinzukommen. Und hier wird es ja dann auch die nächsten geben. Oh, da ist die nächste goldene Schlüpfer, dann könnten wir 6 Stück nehmen. Das wäre natürlich sehr, sehr deluxe. Ja, was macht man? Ich würde sagen, wir tauschen erstmal noch nicht. Obwohl, 6.000, wir tauschen. Was soll's. Ja. Bin mal gespannt, ob er jetzt 9.000... oder 12.000 haben möchte, der olle Geizhals hier. Deine Schatzkiste sieht ziemlich leicht aus, Minion. Meinst du etwa, ich hätte Kiel ja auch im Hirn? Das ist hier keine Wohltätigkeitsveranstaltung. Komm zurück, wenn du genug glänzende Objekte zum Tauschen hast. Okay. Du Kieljauchenrachen. So rum. Wie auch immer. Ja. Das war klar, also 9.000 will er, zum Glück keine 12.000. Es wären anscheinend immer 3.000 mehr. Aber okay. Dann gehen wir demnächst mal wieder hin, wenn wir genügend zusammen haben. Die 6.500 kann man ja jetzt eh nicht ausgeben und selbst wenn, hätte ich mir die ganz gerne noch aufgehoben für die Muscheln. Dann lasst uns hier zum Sandberg machen. Taxi! Kostet mich das Taxi glänzende Objekte? Wir müssen gleich nochmal gucken. Meereslebewesen gehen dorthin, um einen Nachmittag voller Stürze zu genießen.
Thaddäus, bin ich froh, dass du hier bist. Ich muss mir noch mal deine Zahnbürste ausleihen. Was? Du hast sie schon mal benutzt? Oh ja, schon oft. Ich dachte mir, was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Gut, ach, was reg ich mich auf? Ich bin sowieso ein Wrack. Ich wollte nur ein paar Entspannungsübungen machen, um mich von diesem Roboter-Chaos zu erholen. Und jetzt ist alles dahin. Wegen einer Zahnbürste? Nein, wegen diesen blöden Robotern. Sie haben die Skipisten erobert. Wie soll ich Skifahren, wenn diese hässlichen Dinger jeden verprügeln? Hör zu, SpongeBob, du musst mir helfen. Ich hab halt nicht mehr alle Murmeln beisammen, wenn ich nicht ein wenig Ruhe finde. Ich hab festgestellt, dass man seine Murmeln nicht mehr so oft verliert, wenn man sie in einem Beutel steckt. Ich hab meinen hier. Er ist wunderschön bestickt mit... Vergiss die Murmeln! Ich habe eine bessere Idee. Wenn du die Roboter am unteren Ende jeder Piste beseitigst, gebe ich dir einen dieser goldenen Pfannenwender. Tja, ich weiß nicht. Der Riesenspaß, den Murmeln machen, ist schwer zu übertrumpfen. Okay. Ich gebe dir einen pro geräumter Piste. Also, das ist mal ein Angebot. SpongeBob, der olle Händler hier. Hat er doch noch ein bisschen was rausgeholt aus dem Thaddäus. Sehr schön, gefällt mir. Hä? Achso, ich wäre fast wieder falsch rumgelaufen. Entschuldigung. Dann machen wir doch mal die ganzen Roboter platt. Ich weiß gar nicht, wie viele Pisten das hier sind. Aber ich denke mal, 2, 3 Anwender sollten das doch bestimmt werden. Das gefällt mir. Ein guter Deal. SpongeBob hat sich nicht direkt übers Ohr hauen lassen, so wie wir es sonst von ihm kennen. Sie applaudiert uns. Oh nein, jetzt nicht mehr. Oh, wir müssen erstmal... Ah, hier, was ist denn das? Kein Eis, bitte. Oh, Gary, ich komme gleich zu dir. Ich muss mich erstmal kurz um die hier kümmern. Ja. Okay, der da hinten, der kann uns erstmal am Arsch. Was haben wir hier Schönes? Cubby Mount. 1500 für ein Liftticket zum Guppi-Hügel. Ach, Guppi, ich habe ein C gelesen. Entschuldigung. Das war natürlich nicht so korrekt. Da hinten 1500, dort 1500. Also das sind auf jeden Fall schon mal 3 Pisten dann anscheinend. Aber wir gucken erstmal, was Gary zu sagen hat. Brauchen wir eine Schlüpfer? Nö. Hi, Gary. Okay, hat nichts zu sagen, lässt uns hier aber auch nicht rein. Ist der Türsteher. Na gut. Wird wahrscheinlich erst die Après-Ski-Party dann. Müssen wir uns erstmal auf die Pisten begeben. Da hinten ein kleiner Weihnachtsmann. Ach, schaut doch mal, die kleinen süßen Kinder. Und hier digitale Welt. Könnte Schlittschuh laufen und hat dabei Kopfhörer auf und guckt nur blöd in der Gegend rum. Auf verschiedensten Substanzen, so wie er aussieht. Und du? Der hat noch Spaß an der Welt. Nimm dir mal ein Beispiel. So, dann lasst uns zur allerersten schönen Skipiste gehen. Ich freue mich drauf. Jetzt müssen wir 3x 1500 ausgeben. Sind zwar zum Glück nur 4500. Aber das wäre schon wieder fast knapp geworden mit unseren glänzenden Objekten. Das sieht doch nach einem Heidenspaß aus hier. Ich bin diesen Hügel schon 100-mal runter, meistens rollend. Diese Rotznasen finden es lustig, mich zu schubsen. Aber wenn du meine Zeit den Hügel hinunterschlagen kannst, gebe ich dir einen goldenen Pfannenwender. Jawohl, ich liebe Zeitherausforderungen. Gerade bei Rutschen, wir hatten das letztens schon mal, das Thema in einer Folge. Das nehmen wir auf jeden Fall an. 70 Sekunden haben wir. Ich mach bloß nochmal, oh nein, den kann ich nicht kaputt machen. Ich muss erst, na komm, erst so hier. Geschenke öffnen ist klasse. Ui. Hier hat's ordentlich durchgerüttelt. Ach ja, das freut mich, jetzt macht das doch wieder mehr Spaß, die glänzenden Objekte zu sammeln. Obwohl wir höchstwahrscheinlich keine Pfannenwender mehr brauchen werden, es sei denn, dann im nächsten Abschnitt des Spiels. Ganz viele von denen. Dann machen wir noch Blasenbowling. Ja, es sei denn, am letzten Abschnitt des Spiels braucht man dann, keine Ahnung, 130 Pfannenwender. Dann wird es natürlich nochmal kritisch. Okay, wir probieren unseren Spaß. Mal gucken, ob es beim ersten Mal klappt. Es dürfte aus seiner Zunge. Ist ja witzig. Okay, wo müssen wir lang? Ich habe es nicht gesehen. Entschuldigung. Ey, ich sehe nichts vor lauter explodierenden Tickies. Nein. Ich halt's nicht aus. Also da brauchen wir dann... Ach, shit. Da brauchen wir dann auf jeden Fall nochmal Thaddäus seine Zahnbürste. Wenn der hier mit seiner Zunge so viel Mist aufnimmt. Wo lang? Hier rüben. Scharfe Rechtskurve. Alles kein Problem.
Wir könnten direkt in der Olympiade mitmachen. Ach Mist, ja komm, bei der Olympiade, stellt euch das mal vor. Ihr Skidings würden auf einmal so explodierende Sachen rumstehen. Das wäre ja fies. Also irgendwie auch lustig, würde es etwas spannender machen. Ich bin gar kein Freund von solchen Sportarten, zumindest nicht beim Angucken. Du hast gewonnen. Ah nein, kehre zu Mrs. Puff zurück. Moment. Ach ja, okay, kehre zu Mrs. Puff zurück, um es abzuholen. Ich wollte es durchlesen und in dem Moment bin ich hier an die Ecke geknallt, aber ich glaube, sehr viel weiter hätten wir auch gar nicht rutschen können. Ja, zumindest kein Freund beim Angucken von Profis, die hier so einen Wintersport betreiben. Ich mache das zwar selber auch sehr gerne mal Snowboarden, aber bin jetzt auch nicht der Mensch, der sich Skisprung oder so anguckt. Einfach nicht so meins, oder ich glaube generell, das liegt auch so ein bisschen an der Generation, dass die Älteren sowas sehr gucken und die Jüngeren hier für andere Sportarten begeistert sind. Wo ist denn der da hinten ist? Ich wollte gerade sagen, das hört doch gar nicht auf hier. Da muss doch ein der 1000 in der Nähe sein. Und hier ist er. Komm. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass kein junger Mensch gerne sowas guckt. Ne? Das ist natürlich jedem selber überlassen. Aber meins ist es nun mal nicht. Und ich habe das Gefühl, dass es generell nicht so viele von den jüngeren Leuten sich gerne angucken. Okay, genug über so einen Quatsch geplaudert. Ich muss mich mal hier ein bisschen wieder aufs Wesentliche konzentrieren. Komm, geh kaputt. Hier, Gewitterdude. Ach nein, ich bin in die Wolke gesprungen. Na, jetzt haben wir ihn. Okay, den Schalter haben wir gedrückt. Ich check bloß noch nicht so wirklich, was der gebracht hat. Kriege ich den noch? So weit oben? Nö. Ja, ich sollte zu Mrs. Puff zurückkehren, aber durch dieses Netz kommen wir ja nicht. Ah, da ist noch ein Schalter. Da war die ganze Zeit, seht ihr das, ganz mies hinter dieser Pflanze versteckt. Also Pflanze und Stein. Sah sehr, sehr realistisch aus. Und ein goldener Pfannenwender. Hey, Nummer 40. Sehr schön. Ein Runder, da müssen wir definitiv drauf feiern. Und damit. Moment. Nee. Alles gut. Ich wollte sagen, und damit kommen wir auch ins letzte Gebiet rein, aber es waren ja 45. Ich bin so besonders schlecht in Zahlen merken. So wie in vielen Dingen. Gut, lasst uns hier rein. Da kommen wir wieder zum Sandberg. Dann sollten wir ja gleich die Mrs. Puff nochmal treffen. Weiß nicht, ob sie jetzt gleich hier steht oder ob wir nochmal in Piste 1. Wir müssen nochmal in Piste 1. Okay. Dann gehen wir nochmal zu der Guten. Und holen uns einen goldenen. Da ist er doch schon. Das ist aber nett. Herzlichen Glückwunsch. Du hast mit Bravour bestanden. Das geht ratzfatz hier. Dann können wir zurück und schnappen uns Piste 2. Jetzt macht das natürlich auch Sinn, dass die Tikis immer wieder kommen. Man könnte sich ja ansonsten komplett leer kaufen. Also, ne, bei Mr. Krabs komplett leer machen vom Geld her. Also von den glänzenden Objekten. Und dann würde man ja hier in der Story nicht weiterkommen. Dann macht das natürlich alles schon Sinn, dass die immer wieder kommen. Damit man sich hier nicht in eine Zwickmühle begibt. Ey, hau ab. Nochmal 1500 geben wir doch ganz gerne aus. Und mal gucken, wer diesmal auf uns wartet. Der Flunderhügel. Müssen wir jetzt bei jeder Piste einfach nur einen Rekord knacken? Das wäre sehr witzig. Also ich mag es, dass das Spiel sich gerade... Ich fliege wie der Wind und gleite wie eine Meeresbiene. Wenn du meine Zeit den Hügel hinunterschlagen kannst, gebe ich dir einen goldenen Pfannenwender. Ich wollte sagen, das Spiel verändert sich in den letzten Folgen, sage ich mal, sehr, sehr positiv. Also ich finde es von Anfang an cool, es macht Spaß, aber es war dann halt doch so immer wieder ein bisschen das Gleiche. Und ich fand ja in der letzten oder vorletzten Folge, ich glaube die letzte Folge mit diesem Rundball... Dings da, was wir gemacht haben, relativ cool. Und jetzt auch mit den Pisten. Ist mir doch lieber, als die ganze Zeit nur hin und her zu laufen und Schlüpfer-Bungee zu machen. Wie eine Frühlingsbrise. Also sehr gut abgepasst vom Spiel. Oder den Entwicklern besser gesagt. Gut gemacht. So, ab geht's. Und wieder Zungensurfen. Geschenke öffnen ist klasse. Oh, was ist hier? Oh, da müssen wir drüber am besten. Und hier auch. Oh. Nicht, dass wir uns noch die Zunge aufpieksen. Obwohl, vielleicht sind Zahnstocher. Ah. Was?
Wie schnell ging denn das? Hatten wir bloß noch so wenig Schlüpfer? Oder zieht das... Ich bin bereit. Beförderung? Oder zieht das so viel auf einmal ab? Okay, also wir dürfen erst relativ spät springen. Sonst wird das knapp... Nein, mir zieht nur eine Schlüpfer ab. Also hatten wir tatsächlich relativ wenig Schlüpfers an. Ach Mist. Ich habe etwas verpeilt, dass wir ja auch einen Doppelsprung machen können. Okay, alle guten Dinge sind drei. Sehr aufregende Musik immer noch dabei. Macht das Ganze doch gleich etwas spannender. So, zack, zack und zack. Ah, hallo, ich habe doch gedrückt. Okay, wann kam der Doppelsprung? Jetzt kam der Doppelsprung. Eins und zwei. Und zack. Und nein. Ach ja, wir können ja auch hier einen Doppelsprung machen. War mir nicht bewusst, dass das beim Rutschen funktioniert. Also ist zwar eigentlich logisch, aber mein Gehirn und Logik ist nicht immer so das Beste. Nehmen wir den mit? Oh nein, der kostet einfach nur Zeit. Verdammt. Ich dachte, wir können den einfach so mitnehmen. Bringt vielleicht noch ein Tiki. Oder ein glänzendes Objekt. Tiki eher nicht. Wie sieht's denn aus? Ich sehe gar keine Zeit mehr oben. Vor uns lief die doch runter, oder? Es verwirrt mich, sind wir zu langsam? Aber es waren ja noch keine 110 Sekunden oder was da stand. Im Leben nicht. Arme Hunde. Okay. Jetzt müsste es doch bald gewesen sein. Diesmal lasse ich den Schneemann stehen. Ich würde mir gerne die Plakate durchlesen, aber ich muss mich hier mehr aufs Rutschen konzentrieren. Was haben wir da? The Krusty Krab, sponsored by. Ah, okay. Der steckt auch überall mit drin. Alles, was Profit bringen kann. Mr. Krabs ist dabei. Nein. Entschuldigung. Ah, wir hätten auch oben lang rutschen können, glaube ich. Na mal, das ist aber eine lange Piste. Da bin ich immer auf die letzte gespannt. Und, haben wir es geschafft? Steht nicht da. Ist hier eine Teleport... Hey, sag mal, beruhig dich. Ist hier eine Teleportkiste, dass wir wieder hochkommen? Nee, ne? Wir müssen wieder hier wahrscheinlich zwei Schalter. Der eine war hinter dem D1000. Oder der eine. Das habe ich gerade gesehen. Geht doch mal alle weg. Ja, also entweder durften wir nicht... Oh nein. Entweder muss man es beim ersten Versuch schaffen oder das Anecken an den Schneemann hat uns den Checkpoint versaut oder wir haben es auch geschafft und es wird bloß einfach nicht angezeigt. Wir lassen uns mal überraschen. Hier drüben noch Schalter Nummer 2. Und dann sollten wir auch hier wieder rauskommen und dann gehen wir mal zur Kumpelblase hoch und fragen den mal, ob er uns einen goldenen Pfannenwender gibt oder wir einfach... Oh, hier liegt einer. Obwohl, das ist nicht der, den uns der Typ geben würde. Wir hatten ja vorhin auch einen und Mrs. Puff hatte dann extra noch einen. Teleportkiste, ja, dann können wir die hier nutzen. Und dann gehen wir mal zur Kumpelblase. Ich fliege wie der Wind und gleite wie eine Meeresbiene. Ach, man muss jedes Mal die Herausforderung neu annehmen. Okay, tut mir leid, dann müssen wir leider nochmal rutschen. Also was heißt leider? Ich freue mich eigentlich drüber. War keine böse Absicht von mir. Hätte man wahrscheinlich merken können, dass die Zeit oben nicht lief. Aber da habe ich nicht drauf geachtet. Ich muss mich... Ach, shit. Mit dem Doppelsprung ist doch nicht so eine gute Idee. Ja, ich muss mich zu sehr aufs Rutschen konzentrieren, wollte ich sagen. Da ist mir das mit der Zeit da oben einfach nicht aufgefallen. Was steht hier rechts? Shady? Ach, das ging zu schnell. In der Aufnahme, ihr werdet es bestimmt in Ruhe lesen können. Aber wenn man sich hier nebenbei noch ein bisschen aufs Rutschen konzentriert, ist das alles gar nicht so easy. So, Schlüpfer bitte. Danke. Was muss er für eine raue Zunge haben danach? Nein. Okay, diesmal war es nicht so schlimm. Wenn man den nur so seitlich mitnimmt, ist es anscheinend kein Weltuntergang. Was ist denn das? Hä? Das war doch vorher nicht. Ah, wir sind wo ganz anders lang gerutscht. Aber ich habe es trotzdem gekonnt absolviert. Und ich glaube, wir liegen gut in der Zeit. Und das ist Spongebob. Dann nehmen wir diesmal die andere Seite und hier, dann haben wir auch, da links war glaube ich Plankton. Dann haben wir auch alle glänzenden Objekte, wollte ich sagen.
Da drüben ist wieder sponsored bei Mr. Krabs. Die kennen wir schon. 31 Sekunden. You've hit. Ach Mist, ich krieg's alles nicht so schnell gelesen. Lest euch bitte selber durch. Ach nein, hier ist das, was wir vorhin gelesen hatten. Gibt's mehrere Plakate. Eins reicht für den guten Mr. Krabs nicht. Frisch wie eine Frühlings- Na, jetzt hätten wir mal unten lang rutschen können. Aber diesmal gehen wir oben lang. Oder auch nicht. Oh nein, bloß noch 10 Sekunden. Hä? War ich so langsam? Schaffen wir das noch? 5. Komm schon. Oh nein. Ach Mist, das war eine Sekunde. Na, nicht ganz. 2 Sekunden. Das wird ja immer schwieriger hier. Ich dachte eigentlich, dass ich relativ gut bin. Oh, und jetzt kommt mir das so langsam vor mit dem Laufen hier. Oh je. Ja, dann werden wir das wohl leider erst in der nächsten Folge sehen. Ob ich es noch schaffe, Kumpelblase zu schlagen oder ob er einfach zu schnell ist als Blase. Lasst euch überraschen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.